Hallo und herzlich willkommen zu Corekeeper. So, ich war oben ein bisschen mein hier so da und da. Gar nicht mal so viel, aber Leute, ich habe richtig Eisen rausgeholt und hier haben wir auch schon 45 und ein paar Möhren. Können wir mal eben wegpacken. Ich würde sagen, ich nehme mir jetzt einfach mal das Zeug hier raus. Ist egal. Ich nehme jetzt einfach mal alles. Jetzt machen wir uns zunächst. Den haben wir ja noch nicht, ne? Den Amboss. Jetzt machen wir uns zunächst den Amboss. Stelle ich da in die Ecke kommen. Ich muss umbauen hier. Das macht keinen Sinn mehr. Das ist zu klein. Okay. Da, der ist rein für die Rüstung. 15, 13. Da wird auf jeden Fall eine Menge Eisen bei drauf gehen, aber das ist ja egal. Wir brauchen erstmal eine geile Rüstung und die können wir schon nicht mehr machen. Da brauchen wir 13 für. So, und eine Hose. So, wenn wir die jetzt mal. Dann können wir die schön vergleichen. Und damit machst du auch gleichzeitig mehr Damage und so was, ne? Ja, zieh an. Alter, voll der Neid. Guck ihn dir an. Ich habe übrigens Eisenschwert hatten wir uns ja schon gemacht. Ich habe mir auch einen Eisenpick gemacht. Das ist so viel geschmeidiger, mit der Eisenpicke zu arbeiten. Nee, das ist falsch. Warte, habe ich die hier reingepackt, die Sachen? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal. Ach nee, die anderen hatten wir zerstört, ne? Wir haben so viele von diesen Zinnpicken und ehrlich gesagt, die sind da jetzt auch nichts mehr wert. Was sind die jetzt noch wert? Was können wir denn? Ja, Schippe und so was und Angel, scheiß der Hund drauf. Aber ich möchte wirklich gerne wissen, was dahinter steckt, ne? Könnt ihr mich überhaupt richtig hören? Ich hätte vielleicht das Mikrofon ein bisschen näher machen sollen. So ist wahrscheinlich besser, ne? Ah, Junge, ehrlich, ey. Ich bin ein Honk. Also, komm, ich mach den jetzt. Ist egal, ich will wissen, was der kann. Boah, ich muss umbauen. Ich muss umbauen. Ein Generator. Okay. Die Frage, die ich im Moment habe, ist, womit betreibe ich den? Lampen. Geschenkt. Elektrische Türen. Wofür auch immer. Kabel. Okay. Schalter. Okay. Stick. Okay, das ist einfach nur so eine Art Geber. Delay Circuit. Das sind wirklich nur logische Komponenten bis dahin. Also. Das
Das ist jetzt nichts, was uns jetzt im ersten Moment großartig weiterbringt. Möglicherweise kommt das dann erst mit dem nächsten Tisch. Wahrscheinlich, vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, das hierfür auszugeben. Apropos, ich habe so einen Ring of Rock, der war auch irgendwo in der Wand drin. Den habe ich auch gleich angezogen. Was hier? Ja, da ist irgendwie eine Kette oder so, kommt da rein. Haben wir aber noch nichts gefunden. Der Punkt ist ja, wir sind wieder mal eine ganze Ecke stärker geworden. Ja, zumal wir haben ja auch gelevelt. Und wenn wir jetzt guck mal hier, zum Beispiel, das bringt 25 Schutz quasi oder 23 Schutz für 5 Minuten. Sieben Prozent Dodge Change vor 5 Minuten, okay. Das bringt auch. Ich frage mich halt, wenn ich die beide esse, ob sich das potenziert. Und hier haben wir Heilung. Soll man es jetzt noch mal wagen? Oh, sogar ein Böser. Okay. Soll man es jetzt noch mal wagen, den anzugreifen? Oh, wenn schon, dann wenigstens mit voller Heilung. Ach so, da könnte man ja sowieso. Wenn man das hier zuerst essen würde, dann hätte man diesen Amor. Und 25 Heilung für 5 Minuten. Also wir essen zuerst diesen Pudding. Wir gehen pennen. Dann essen wir den Pudding. Warum heilt der nicht? Hier isst man Pommes. Ist der nicht richtig im Bett? Ich glaube, der war nicht richtig im Bett. Egal. Pommes haben wir genug. Außerdem können wir dadurch schneller laufen. So. Aber ich glaube, ich muss erstmal. Hier noch ein bisschen aufräumen. Außerdem sind hier echt wenig. Fackeln. Jetzt hat er mich tatsächlich erwischt, dieser kleine Drecksack. Der macht uns aber kaum noch Schaden. Manchmal reicht auch One-Hit hier. Zu nah will ich nicht rangehen. Aber wenigstens die Bösen müssen weg sein, damit wir nicht noch zusätzlich von denen Stress kriegen. Ansonsten sieht das schon ganz gut aus, ne? Es wäre natürlich wünschenswert, wenn hier weniger Schleim wäre. Das Problem ist, sobald das Viech da einmal hingesprungen ist, hat sich das erledigt mit wenig Schleim. Aber wenigstens hier so ein bisschen. Können wir nochmal leveln? Ja, Cooking. Egal. Oder? Ist das vielleicht nicht egal?
Wahrscheinlich schon. Okay, wir essen den Pudding. Pudding, Pommes, rein. Alter. Nice. Was? Wer bist du denn? Bleibt der da? Wood, Fiber, Copper. Kannst du alles klemmen? Okay. Bleibt der Typ da? Kann ich das mitnehmen? Kann ich diese Kiste haben? Ich frage mich, ob dieser Typ da bleibt. Es gibt bestimmt noch Sachen, die ich denen am Ende verkaufen kann. Aber das ist jetzt. Mein gut, Kupfer kannst du kaufen, aber wenn ich das jetzt kaufe. Ah, das geht sofort, okay. Wenn ich hier was reinlege, dann zeigt das an. Würdest du die Kiste kaufen? Ah, die kriegst du nicht. Was ist das? Oh. Würdest du zum Beispiel Brücken kaufen? Nee. Pommes? Kannst du haben, ja. Ist okay für mich. Oh, es hat. Ach, da unten steht der Preis. Der hat jetzt nur noch 9 davon. Oder was von dem Kupfer? Ich habe echt viel Kupfer. Ach, ich habe nur einen gekauft. Okay. Holz. Das ist alles uninteressantes Zeug. Ich kann dir Slime verkaufen, Junge. Aber mache ich nicht. Ich kann dir sowas verkaufen hier. Das willst du nicht, das ist klar. Schleimöl. Oh, wir haben. Wir haben diesen Scheiß Schleim besiegt. Alter Falter. Hier wird alles sauber gemacht. Ich sag's euch, meine schleimigen Freunde. Das geht mir so auf den Piss und dann ist das vorbei hier mit rumspawnen. Aber das mache ich off-cam. Das müssen wir jetzt nicht hier. Während des Let's Plays machen. Nicht aufgepasst. Oh. Ja, also das hat auf jeden Fall wesentlich geschmeidiger funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich habe echt gedacht, ich kriege da mehr Stress mit. Das ging jetzt so schnell. Das waren ja gerade mal, weiß ich nicht, im Video 10 Minuten oder so. Zack, alles weg. Ey, eine coole Kiste haben wir. Schleimöl, ja. Ich glaube, ich muss hier schon bald eine neue Kiste hinmachen. Ich pack's erstmal hier rein. Das ist ja so ein bisschen
allen möglichen Scheißkiste. Ja. Hier sind zum Beispiel. Ich denke mal, der interessiert sich vielleicht auch eher für dieses Zeug hier. Weil das ist ja valuable. Da kommen auch unsere Geldstücke rein. Vielleicht finden wir mal einen Händler, der ja bessere Sachen hat. Aber jetzt wissen wir endlich, wie das ist mit Kaufen und Verkaufen und so, ne, was da passiert. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Eisen. 38 Stück, nicht schlecht. Und eine ziemlich geile Kiste. Stelle ich hier hin. Die ist aber. Die hat 6 Reihen. 2, 4, 6 und jetzt. Ja, 2 Reihen mehr. Also ist ein bisschen größer, aber. Naja. Vielleicht machen wir da unsere Valuable-Kiste draus. Das wird vielleicht so ein bisschen passen. Obwohl, das ist ja auch schon so eine Spezialkiste hier. Und nochmal ein bisschen Kupfer. Und das Saatgut ist das, was wir schon kennen. Hardberry und Bomb Pepper. Nichts Besonderes. Okay, hier die Suppe. Die kann ich wieder wegpacken. Die haben wir nicht gebraucht. Die können wir auch wieder reinpacken. Boah, wir haben 10 Brötchen. Wo kommen die denn her? Und die Rüstung hat kaum gelitten. Cool. Übrigens, da oben habe ich aber auch noch so Ecken gesehen, die interessant sein könnten. Wir gehen da mal hin. Frage mich auch, was passiert, wenn man diese Mörderraupe, die da unterwegs ist, wenn man die mal angreifen würde. Ob man sofort stirbt, die hier lang kommt, weißt du? Da vorne ist auch was in der Wand. Ah, nehme ich. Da ist noch was. Ist unser Bett. Wir gehen einfach mal, wie wir die ganze Zeit gemacht haben, geradeaus. Und hier bin ich ein Stück gelaufen. Ja, ich mache hier direkt weiter geradeaus. Ah, Brücken haben wir. Und hier zum Beispiel, siehst du? Da sind nämlich so. Da ist auch noch irgendwas, aber ich glaube, das ist Wasser. Da ist nur was in der Wand. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin. Vielleicht sollte ich mir die Schienen alle schon direkt mitnehmen oder so. Oh, okay. Ja, ich sollte auch Fackeln zwischendurch setzen. Reicht. Hier war das. Ich bin mal gespannt, ob das nachher ob man das nachher irgendwie zum Bauen oder so nutzen kann. Ich nehme mal die Schienen mit hier. Vielleicht, wenn ich sie treffe.
Ja, ist egal, wir können auch hier die Brücke bauen. Da sind auf jeden Fall wieder Gegner. Oh, hier kann ich, wo Schienen liegen, kann ich keine Fackeln setzen. Ich glaube, wir müssen uns erstmal. Ach, der ist dahinter. Okay. Dann bauen wir die Schienen ab. Schon wieder so ein Arsch. Ja, genau. Da habe ich mir gedacht. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Nicht, ja, da vorne. Ich hol das raus, wenn ich, so nebenbei, neben den Folgen quasi. Jetzt hier nur rummeinen, das ist ja dann. Oh. Das ist ja dann auch ein bisschen langweilig. Gold. Okay. Ein bisschen ausleuchten hier, wo wir waren. Dass man das besser sieht. Wir haben noch Brücken. Ach, da ist ein Loch. Okay. Da stehen Fackeln. Was ist das hier? Okay. Ich glaube, so was können wir ja auch schon bauen. Das sind so bessere Brücken. Aber ich frage mich, warum ich viel Geld für Brücken ausgeben soll, wenn die Holzbrücken das auch tun, weißt du? Jawohl, das ist wieder ein Patch, der mir gefällt hier. Und ich glaube, da vorne geht's los. Hey. Ruhig, Brauner. Ich komme nicht an dich dran, stelle ich gerade fest. Oh, was hier passiert? Einer, der auf Distanz arbeitet.
Ach, der hat mich auch erwischt. Penner. Habe ich nichts zu essen bei? Oh, ich habe schon wieder so einen Ring gefunden. Ich habe nichts zu essen mitgenommen? Ja, das bringt jetzt leider herzlich wenig, ey. Ja, wir gucken erstmal, was wir hier so haben. Du holst hier schon ganz gut Eisen raus. Muss man einfach mal sagen. Das ist hier keine Mangelware. Na du? Komm doch mal her. Geht doch. Ah, schon wieder so ein Arsch. Und gleich zwei davon. Alter! Nice. Und noch eine Möhre. Das Gute ist ja daran, dass wir ein Saatgut bekommen davon. Ja, nice. Haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was rausgeholt. Ein bisschen was erforscht. Ich denke, hier ist noch einiges in den Wänden und so, was ich mir holen kann. Ach, irgendwie muss ich das jetzt gerade auch noch holen hier. Sehr schön. Licht. Oh. Okay. Voll die kleine Mine hier, hä? Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich mir gerne hier mal angucken würde als nächstes. Mit dem Rails. Keine Ahnung, was man damit so genau machen kann, aber ich glaube, wir brauchen dafür mehr Zinn. Weil das ist, ich meine, das war im Zinnbereich. Das muss ich mir angucken. Aber eigentlich, wir müssten eigentlich genug Material haben, um das Ding zu bauen. Da könnten wir mal kurz reingucken. Dann könnte ich schon mal damit testen, was damit am Ende möglich ist. Man da auch irgendwie so einen Karren oder so machen kann. Ich befürchte, dafür braucht man ganz schön viel Material, wenn man jetzt irgendwie eine Zugstrecke machen möchte, die quasi bis in die Base oder so führt. Ach so, warte mal, das machen wir aber eben noch hier. Oh, wir haben mehr Seeds, als wir... als wir Fläche haben.
Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte so machen. Aber wir können die schon mal einpflanzen, ja. Und dann vergrößern wir das schon mal. Cool. Na. Sehr gut. Ja, ich habe Hunger, deshalb bin ich jetzt langsamer, glaube ich. Hier. Du kriegst dann so Buffs. Hier, Moving. Ist schon um 9,6% langsamer, weil wir Hunger haben. Irgendwie habe ich was verpennt mit dem Essen gerade. Keine Ahnung. Warum ich das weg... Ach nee, ich hatte das verkauft, ne? Ich bin ein Experte. Muss man einfach immer wieder sagen. Guck, 43. Wir haben jetzt bei der Tour 43 Eisen rausgeholt. Und ich habe noch nicht mal jetzt direkt auf Eisen abgezielt. Ja? Das ist wirklich Hammer. Hier, Railway. Mach mal, gib mal ein bisschen Zinn. Und wir machen uns das Ding hier. Und gucken da mal rein. Und wissen nicht, wo wir es hinstellen. Aha! Ach komm, muss einfach sein, ne? Wir brauchen dafür einen 10. Ja, mach so eine Karre. Wir haben eigentlich genug Schienen. Und ich mach mal so. Und jetzt? Was? Nummer? Das ist jetzt... Alter! Okay. Weiß Bescheid. Das ist also scheinbar nicht für Material gedacht, sondern nur für uns. Was kosten die Schienen? 1 Zinn für 5, okay. Irgendwo haben wir auch noch ein paar Schienen. Ich glaube hier. Aber um längere Strecken zurückzulegen, geile Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wäre cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.